An den Stamm rangehen? Ja, habe ich gehört, mache ich. Ja. So, da kann man die hellgrünen jungen Triebe essen. Das ist echt der Hammer, was noch besser ist. Reiben und riechen. Riecht einfach, als hätte eine Orange gepellt. Weißt du jetzt, welcher Baum? Das ist eine Douglasie, Freunde. So, und das ist auf jeden Fall ein toller Baum. Oh, hier haben wir noch viel mehr junge Triebe. Und wie gesagt, wenn du den zerreibst, man weiß ja von der Fichte, wie sie schmeckt und riecht, wenn du sie zerreibst. Ne? Eine Fichte riecht so zitronenartig. Kann man ein Video machen und alle immergrün, also alle Nadelbäume unterscheiden. Ja, wäre auch ein gutes Video mal. Ne? Müsst ihr reinschreiben in die Kommentare. Und der riecht, wie gesagt, nach Orange. Die Douglasie riecht einfach nach Orange. Und wie gesagt, wir kennen uns schon total lange. So, von dem zehre ich oft. Kann man machen. Ja, werde ich beobachtet. Natürlich. Wie hier. Ess den Baum nicht auf, Junge. Ich lasse was stehen. Ja, ich habe mir gedacht, können wir auch komplett machen. Also ich bin wieder nur 10 Meter weiter gekommen und habe mir gedacht, komm, hau ich noch mal ein paar Nadelbäume rein. Dann sind auch Heilbäume. Ne? Wir haben zum Beispiel, fangen wir einfach an hier, das ist die Tanne. Und da sage ich euch auf jeden Fall ein Merkmal. Schauen wir mal, ob wir es sehen. Ja? So, da haben wir hier, sind ziemlich hell, ne? Wenn man so, zack, der Unterschied, wie hell es unten drunter ist. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber darunter sind immer so zwei weiße Streifen. Die nennen sich Stromata-Streifen. Und daran erkennst du eine Tanne auf jeden Fall. Okay, so, das ist eine Tanne. Ist auch egal, welche Art, das ist einfach eine Tanne. Das hier ist der einzige Nadelbaum, Freunde, der seine Blätter verliert. Ich bin hier voll, Alter. Timo am Limit, ey. Ich stehe mitten, also kommt alle 30 Sekunden jemand vorbei. Vielleicht hört man das im Hintergrund. So, und das ist die Lärche, die wächst immer in so Büscheln. Seht ihr das hier? Büschel, 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 Büschel. Und verliert, ne? Das Markanteste ist, dass dieser Baum, wie du hier am Boden siehst, im Winter seine grünen Nadeln verliert. Genau, das ist der einzige Nadelbaum, der seine Nadeln verliert im Winter. Ich muss ein bisschen auf meine Sachen achten. Okay, kommt schon wieder jemand? Und hier haben wir eine Fichte. Und den Spruch kennt ihr, ne? Fichte sticht, Tanne nicht. Den kannst du erweitern. Fichte sticht, alles andere nicht. Also ich glaube, Wacholder sticht noch ein bisschen. Die Kiefer habe ich jetzt hier nicht am Start. Ich weiß, wo welche stehen, im Wald. Und die Kiefern haben ziemlich lange Nadeln, stechen auch. Aber dadurch, dass die so lang sind und sich verbiegen, stechen die halt nicht. Wie gesagt, Fichte sticht, alle anderen nicht. Genau, da kommt schon wieder jemand. Enthält Terpen. Kohlenwasserstoffe, so, die atmest du auch im Wald ein und sie wirken auch immer im Wald. Das heißt, die Terpene, die du einatmest, so ähnlich riecht so wie dieser Terpentingeruch, also dieses Harzige. So, und wenn du das einatmest, wirkt es schon, ne? Über Gehirn, und du atmest es auch ein, dein Immunsystem reagiert immer. Da gibt es eine Studie, habe ich mir auch selbst durchgelesen, nicht mit vielen Probanden, aber es reichert halt deine weißen Blutkörperchen, also dein Immunsystem reagiert. Deine weißen Blutkörperchen mehren sich, eine Immunantwort gibt es immer. Dem Immunsystem fällt halt nur später auf, dass es was Freundliches ist, hat aber trotzdem reagiert, und so entsteht halt ein gutes Immunsystem. Ne? Es reagiert, weil fremd. So. Ah, müssen wir reagieren, feuern wir mal die Polizei raus und ja, dementsprechend, dann ist es freundlich, okay, dann haben wir halt die Abwehrkräfte für was anderes, wenn wirklich was kommt. Und so, grob gesagt in meinen Worten, entsteht dann halt ein Immunsystem. Und das Geile ist, ich sage euch nicht, was das Geile ist, so, hier, können wir auf jeden Fall mal probieren, hallo, so, und natürlich immer die hellgrün, ne? Die dunkeln, die zu verholzt, so. Du nimmst die hellen Triebe, gut, auf mein Fahrrad gucken zwischendurch, und die schmecken so säuerlich, aromatisch, zitronig, in meinen Worten. Super lecker, super lecker. Also ähnlich wie die Douglasie mag ich, wenn ich an einer Fichte vorbeilaufe, dann ne, läuft. So, ups, Stativ, Heilbaum. Kannst du genauso verwenden wie die Kiefer. Oder wie die
Tanne. Sie genauso verwenden, halt ausflussfördernd, kannst du einen Sirup von machen, kannst du als Tee benutzen, du kannst einen Erdkammersirup machen, du kannst es inhalieren, du kannst dir das einen Sud von machen, ein bisschen mehr pflücken, in die Badewanne hauen und ein Bad mit ätherischen Ölen nehmen. Also die Möglichkeiten, ein Meer voller Möglichkeiten, Freunde. So, wenn man, jetzt weiß nicht, ob das durch die Kamera so rüberkommt, da ist es ein bisschen heftiger zu sehen. Wenn man so schaut, dann erkennt man den Ampfer zum Beispiel einfach von Weitem. Okay, diese Rispen oben. Ich steuere mal drauf zu, dann wisst ihr, was ich meine. Genau, hier. Das Ampfer, wie man sieht. Und den würde ich nicht empfehlen zu essen, vor allem nicht zu viel, weil enthält Oxalsäure, die auch im Spinat enthalten ist, und das auch nicht in geringen Mengen. Was ich empfiehlt ist, hier die Blüten, also diese Rispen, zu nehmen und wieder zu essen. Und dann merkt man, direkt wie die Schleimhäute sofort sich zusammenziehen, enthält ultra viele Gerbstoffe. Kann gleich nicht mehr reden. Wirklich, das kennt ihr auch. Das kennt ihr auch, wenn ihr den Spitzwegerich esst und zieht sich alles zusammen. Das mache ich aber regelmäßig, wenn ich hier. Das ist so leicht säuerlich und ja, das kann man auf jeden Fall machen. Das ist der Ampfer, Freunde. So, dann haben wir natürlich hier Seda, also da brauche ich gar nicht weit laufen. Da haben wir alles voller Schafgarbe, Freunde. Genau, die wirkt genauso wie die Kamille. Ne? Die Schafgarbe Achillea millifolium, die Augenbraue der Venus. Ich nehme mir auch mal so eine Augenbraue hier weg. Ah, nehmen wir zwei, sonst sieht blöd aus. So, und das ist eine ganz tolle Pflanze. Wirkt wieder antibakteriell, entzündungshemmend, krampflösend, kann dementsprechend, also wundheilungsfördernd, menstruationsfördernd, hilft bei Wechseljahrsbeschwerden. Das ist ein ganz tolles Kraut, davon werden wir dieses Jahr zusammen noch richtig viel ernten und in Sträußen in die Wohnung hängen. Das ist eine ganz, ganz tolle Pflanze. Ich laufe noch mal ein bisschen in die Richtung da hinten. Esse mir die Schafgarbe. Enthält übrigens ätherische Öle, Gerbstoffe, Bitterstoffe, Flavonoide. Und das ist schon wirklich so, ist auf meiner Lieblingsliste, dieses Kraut. Wir ziehen jetzt mal weiter. Ich glaube, ein paar Pflanzen gehen noch, ne? Die Länge ist egal. Hier haben wir noch eine Klette, Freunde, ganz kurz. Enthält Inulin. Inulin ist eine ganz gesunde Sache, ist ein Ballaststoff. Enthält Schleimstoffe, Kaffeesäurederivate, Triterpene, Lignane. Genau. Und kann bei, also die Wurzel kann ausgegraben werden. Und ihr wisst ja, wann ihr die Wurzel ausgrabt, wenn ihr mein Video dazu gesehen habt, wie richtig gesammelt wird. Und zwar dann, wenn die oberirdischen Teile abgestorben sind. Spätsommer, Frühherbst kommt dann auf die Pflanze an. Und dann kann die Wurzel bei Gelenkserkrankungen und Rheuma eingesetzt werden. Freunde, ich habe hier was in einem Vorgarten gefunden. Und zwar den Lavendel. Das muss ich euch nicht dabei sagen. Da nehme ich mir auf jeden Fall auch was mit. Zum dran riechen, denn er wirkt schon übers Gehirn. Und Lavendula augustifolia, Augustifolia, so heißt er auf Latein. Und das ist eine ganz tolle Pflanze, Freunde. Wirkt bei Sodbrennen zum Beispiel, bei Unruhe, bei Einschlafstörungen. Den kannst du super nehmen, wenn du dir zum Beispiel, dazu mache ich auch ein Video, wenn du dir ein Kräuterkissen machst. Zusammen mit Rosen und Steinklee, also gut duftende Pflanzen, Hopfen mit rein. Wenn du Schlafstörungen hast, ist eine ganz tolle Pflanze. Als Tee verwendet, auch bei Reizmagen, also auf alles, was irgendwie, ne, wenn du Magenprobleme hast, aufgrund, also nervöse Magenstörungen, aufgrund von Nervosität oder Ängsten oder so, ist der Lavendel wirklich gut geeignet. Mitten im Vorgarten hier. Ist aber oft so, ne? Das wisst ihr ja. So, immer auch eine interessante Pflanze, eine Giftpflanze allerdings. Die Blätter hier sieht man, denke ich, ganz gut. Ne? Ist ein Hahnenfußgewächs und heißt einfach mal scharfer Hahnenfuß. Genau. Kurz was gucken. Ja, das ist der scharfe Hahnfuß. Der hat behaarte Kelchblätter. Kelchblätter sind die Blätter unter den Blüten. Ne? So. Und die sind beim scharfen Hahnfuß, sind die behaart. Genau, dieser scharfe Hahnfuß wirkt giftig und hautreizend und wurde früher dazu genutzt, das ist vielleicht eine witzige Geschichte, um Mitleid zu erzeugen oder um Arbeitsunfähigkeit vorzutäuschen. Genau dafür wurde dieser scharfe Hahnfuß, der scharfe Sven, genutzt. Genau. Man hat halt einfach seine Haut damit extra gereizt, weil es nicht lebensgefährlich, sondern einfach nur hautreizend. Natürlich nicht innerlich anwenden, aber äußerlich halt nur die Haut gereizt. Ja, und so hat man dann halt ein bisschen Mitleid erzeugt oder
einen Tag Urlaub gehabt. Genau. Der scharfe Hahnfuß. Ich habe hier Folgendes für euch. Dafür drehe ich die Kamera mal wieder um. Sieht man schon von oben. Ne? Das hebt sich ja gut ab. Das Wiesenlabkraut. Und wichtigster Inhaltsstoff, also ein wichtiger Inhaltsstoff, sind die Flavonoide. Vor allem Rutin, kennen wir auch aus dem Buchweizen. Sind gut fürs Herz-Kreislauf-System. Genau. Dann haben wir hier noch zwischendurch ein bisschen Beifuß, habe ich euch gerade gezeigt. Also, ja klar, hier, das ist eine interessante Pflanze noch. Blüht noch nicht, ein Korb blüht da. Wenn ihr den mal seht, blüht gelb. Und diese Korbblüte des Reinfahrens, das ist der Reinfahren, nicht essen. Ja, nicht, das sollst du dir nicht reinfahren. Ja, alles klar, Timo. Blüht gelb, wie gesagt. Und ein Korbblüter hat ja immer einen Rand Zungenblüten und in der Mitte die Röhrenblüten, so nennt sich das. Und diese Blüte besteht nur aus Röhrenblüten. Ist das nicht interessant? Also ich finde schon. So, und das ist ganz auffällig. Einfach nur so eine kleine Blüte, die gelb blüht und sieht so aus, als würden ringsrum, als hätte ringsrum jemand die Blätter aufgegessen. Genau. Enthält Toujon, ähnlich wie der Wermut oder der Beifuß. Genau, und sollte deswegen nicht so verzehrt werden, sondern als Fertigpräparat. Wurde früher zur Entwurmung genutzt, dieser Reinfahren. So. Und dann haben wir noch, wir gehen mal ein bisschen spazieren, ne? Da liegen zwei Bienen drin. So, sind die gönnen sich. Ha. Hier passiert gerade Magie. Richtig schöne Sache. Ich denke, abschließend zeige ich euch noch hier diesen Herz-Kreislauf-Baum. Von diesem Baum habe ich gepflückt für die Tinktur, die ich gerade erstelle. Die kommt dann in ein paar Tagen. Anhand des Videos zeige ich euch dann, wie eine Tinktur erstellt wird. Und zwar für alle Pflanzen, woraus ihr eine Tinktur herstellen möchtet. Und von diesem Baum, der hat so schön geblüht. Blühen ja unterschiedlich. Also dem scheint es richtig gut zu gehen. Und von diesem Baum habe ich die Blüten gepflückt. Genau. Das ist der Herz-Kreislauf-Baum. Falls wer mein OPC-Baum-Video nicht gesehen hat, gerne angucken. Enthält oligomere Proanthocyanidine. Die gehören zu den Flavonoiden. Und wirkt bei Herzinsuffizienz Stufe 1 und 2, wirkt bei koronaren Herzkrankheiten, also ich halte mal auf den Baum drauf, wirkt bei koronaren Herzkrankheiten und ja, durchblutet die Koronararterien besser, durchblutet das Herz besser und ja, verbessert die Sauerstoffversorgung. Ja, und wirkt antioxidativ, zudem der Herz-Kreislauf-Baum. Ja, und der entwickelt jetzt gerade seine Früchte, Freunde. Die schmecken ziemlich mehlig. Ne? Von den Blättern könnt ihr natürlich wie immer essen. So, könnt ihr immer machen. Sind jetzt natürlich weniger Wirkstoffe drin. Da oben ist noch eine Blüte, Freunde. Der letzte Rest sozusagen. Ja, genau. Ja, ich denke, ich überlege gleich nochmal ganz kurz, ob es das war. Ansonsten wird ein langes Video gewesen sein. Aber geht nicht kurz zu machen, weil so ist es viel wertvoller. So haben wir nicht nur die Pflanzen, dass ihr sie findet, aber ja, dann wisst ihr, ups, mein Kameramann ist kurz zusammengesagt, so wisst ihr wenigstens, wogegen die Pflanze wirkt oder welche Inhaltsstoffe vorhanden sind. Ich habe es jetzt nicht bei jeder Pflanze gemacht, glaube ich zumindest, aber so aus dem Impuls heraus erzähle ich immer das, was mir dazu einfällt und ich mache ja zu den Pflanzen und teilweise habe ich es ja schon gemacht, zu den Pflanzen, die ich auch heute vorgestellt habe, einzelne Videos. Genau. Ja, das hat mir eine Menge Spaß gemacht, Freunde. Das könnte ich häufiger machen. Und sind noch eine Menge Pflanzen übrig. Ich habe zwischendurch einfach was ausgelassen. Hm. Ja, weil soll halt auch nicht eine Stunde werden. Vielleicht ist es ein Zweiteiler geworden, das weiß ich jetzt noch nicht. Du weißt es jetzt schon. Danke fürs Zusehen, falls es dir gefallen hat. Aber wenn du bis hierhin dran geblieben bist, hat es dir bestimmt gefallen. Dann gerne einen Daumen hoch und ja, kommentieren. Ich lese, wie gesagt, alles mit und beantworte auch. 70-80%, weil ich es einfach gerne mache. Genau. In diesem Sinne, bis demnächst, bis die Tage, Freunde.